Zorn erfüllt und mit Muskeln bepackt, bewacht eine Statue den Eingang des Tempels. Sie ist nicht allein. Auf der anderen Seite des Eingangs steht sein Bruder. Nach einer japanischen Legende haben die beiden den Gott Buddha auf seinen Reisen begleitet und beschützt. Man erzählt, dass wer zwischen ihnen hindurchgeht, noch heute genauso bewacht und beschützt wird, wie sie einst Buddha beschützten. Sie sind wie japanische Schutzengel. Es sind riesige Holzfiguren, jeder einzelne über 8 Meter groß. Das ist mindestens 2-mal so hoch wie dein Schulzimmer. Es sind Wächterfiguren des Todaiji-Tempels in Japan. Der Tempel selbst ist das größte aus Holz gebaute Gebäude der Welt. Darum braucht er auch so riesige Statuen.